wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Es ist jetzt, oh, wie spät ist es eigentlich? Ich habe voll verpennt. 7.42 Uhr, Samstag. Mein Plan ist es, heute zu wandern. Auf eine Art und Weise, aber dieses Mal ist es, glaube ich, kein Berg, sondern ein Naturreservat. Das geht die komplette Küste entlang. Ich kann euch das mal eben kurz einblenden auf der Karte, wie genau das ausschaut. Und da soll es wohl Albatrosse geben, also ein Albatros-Brutplatz. Den will ich mir unbedingt angucken, habe ich voll Bock drauf. Ich muss jetzt erstmal eine Stunde Bus fahren, dann sind es ungefähr so 3 Stunden Fußweg. Ja, das ist der Plan. Ich mache mir jetzt erstmal wieder Sandwiches für unterwegs, ne? Wichtig, schön Proviant. Ich habe mir Eier gemacht. Ich habe mittlerweile eine dicke, fette Müsli-Sammlung. Sagt, wenn ich süchtig bin, ist auf jeden Fall krank. Ich habe, glaube ich, 4-5 Pakete. Aber das ist morgens ein absolut geiles Frühstück. Ich feiere das. Milch, Müsli, dann ist auch noch günstig. Und das ist halt gerade die Hauptsache. Digga, ich bin so ein Vogel, Alter. Tschüss. So, es geht endlich los. Ich habe es auch geschafft. Das war eine Geburt. Ich habe noch Sandwiches gemacht, selber noch was gefrühstückt und jetzt bin ich ready. Deutscher Backpack L ist wieder back für ein Abenteuer. Ich habe alles hinten drin. 4 Liter Wasser, also knapp 4 Liter, ne? Eine Gallone. Meine Drohne, eine Badehose, falls es dazu kommt. Ein bisschen Sonnencreme, meine GoPro, meine Powerbank und meine schöne Cap. So, ich hab Bock. Guckt euch das an. Oh, ist das nicht wieder ein schöner Tag hier auf Hawaii? Oh, yes, let's go. Cool. Freue mich. 1A, klasse. Perfecto. Patronum. Alles Gucci. Hab Bock. Bin aufgeregt. Guck mal, da ist ein roter Vogel. So was ganz Besonderes. So eine kulinarische Art. Kann man ihn sehen? Ich hoffe, den sieht man. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt hatte, aber ich bin jetzt eine Stunde später los. Den ersten Bus habe ich auf jeden Fall safe verpasst. Ja, aber ich denke, dass ich trotzdem noch gut in der Zeit bin. Schauen wir mal. Ich bin gerade aus dem Bus ausgestiegen. Ich habe mal wieder keinen blassen Schimmer, wo ich hin muss. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Das Einzige, was ich habe, ist das hier kurz. Ich gehe jetzt einfach irgendwie Richtung Promenade an den Strand oder so. Und dann checke ich das mal ab. Vielleicht finde ich das. Ich gehe einfach geradeaus. Ich gehe einfach an der Küste entlang. Und dann wird das schon irgendwie. Jetzt wird auf jeden Fall langer Fußmarsch. Ich schätze mal, so 3 Stunden muss ich bestimmt gehen bis zum Ende. Hab Bock. Klassiker. Direkt wieder in die falsche Richtung gegangen. Beste, einmal zurück. Ich habe hier auf jeden Fall einen Strand erreicht. Einen. Den ersten. Aber ich weiß wirklich einfach nicht, ob das jetzt hier richtig ist, wo ich bin. Ob das schlau ist. Oder ob ich lieber an der Hauptstraße weitergehen soll. Aber da sind ganz viele Polizisten. Die machen mir irgendwie Straßensperre. Ich weiß auch nicht. Das ist auf jeden Fall traumhaft. Ich habe jetzt dazu entschlossen, hier auf der Straße zu gehen, weil auf dem Sand ist es zu krass. On the freeway. Das zieht sich, glaube ich, ganz schön doll. Da ist das Wasser. Dahinter. Aber da sind überall Klippen und so kleine Buchten quasi, dass ich da gar nicht vorbeikomme. Also ich könnte nicht die ganze Zeit am Strand gehen, das wäre mir sonst viel lieber, würde ich natürlich machen. Stellt sich hier aber als Herausforderung dar. Deswegen gehe ich hier entlang an der Straße.
gar nicht geguckt, wann ich überhaupt losgegangen bin. Das machen wir mal eben. 10:46 Uhr ist es. Boah, ich glaube, ich habe um 9 den Bus genommen. Es ist 10:46 Uhr. Ich bin jetzt ungefähr erst an dem Strand bei dieser Cave. Boah, also ich habe noch ordentlich vor mir. Ich habe noch nichts geschafft quasi. Gehe jetzt bestimmt schon seit einer halben Stunde, sage ich mal. Dreiviertel Stunde, halbe Stunde gehe ich. Und wenn ich auf Google Maps gucke, sehe ich kein Ende. Die soll eine Höhle sein, aber ich finde sie nicht. Scheiße. Ach du Scheiße. Oh damn, ich glaube, die ist da oben, die Höhle. Die ist gar nicht hier unten am Wasser. Gehe ich da jetzt hoch? Ich habe noch so einen weiten Weg vor mir. Wenn ich schaffe, auf dem Rückweg. Ich muss jetzt aber vorwärts kommen. Ich muss jetzt echt nach vorne preschen. Ich habe noch echt einen Ritt vor mir. Ey. Krass. Ich will genau da hinten hin. Ihr fragt euch vielleicht so, warum halte ich nicht einfach den Finger raus und fahre mit dem Auto. Jemand anders hinten mit, wie das hier so üblich ist. Aber den Hinweg möchte ich auf jeden Fall die volle Experience, schön den Walk mitnehmen, habe ich richtig Bock drauf. Auch mal so Challenge für einen selbst halt, ne? Einfach mal machen. Wie ihr hört das? Den Vogel. Das ist dieser rote Vogel, den man vorhin gesehen hat. Ich weiß gar nicht, wie der Butcher heißt. Das würde mich mal interessieren. Den Butcher muss ich mal herausfinden, wie er heißt. Das soll hier sein. Dangerous Shore Break. Strong Current. Checken wir mal ab. Die Chaise von den Chaisen. Was sagt ihr? Leute, rein da. Wir chillen auf jeden Fall ein paar Leute. Und ich höre es da auf jeden Fall schon krachen. Gucken wir uns mal die Wellenbrecher an da, ne? Boom. Ja. Geht schon ab. Auf jeden Fall wieder Mr. Krabs am Start. Krabs, geht ab. Oh, guck mal, wie viele Krebs hier sind. Das ist immer so krass. Ist auch ein Paradies für die hier, ne? Komm, eine dicke, fette Welle. Ja, okay, okay, okay. Patsch. Oh. Guckt euch das an, ey. Das ist das Auenland. Holy. Das ist echt nochmal richtig schön hier. Aber hier kommt man halt einfach nicht hin ohne Auto. Ne? Also du brauchst hier ein Auto, um hier hinzukommen. Oder du machst es so wie ich, du gehst komplett zu Fuß, weil ein Bus fährt hier nicht hin. Stelle, fühle ich. Bisschen Graffiti. Wasser, so ist das. Geil. Noch ein bisschen was vor mir. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist, aber ich glaube, da hinten ist es. I'm not sure about that. Boah, Leute, was für ein Strand, ne? Hoho. Krass. Ich habe mich jetzt entschieden, hier einfach zu spielen. Guck auf einmal, das ist ja, wo kommt dieser Strand her, Mann? Wow, der Sand ist so geil. Thank you.
Fühl ich. Ja, hallo, was geht ab? Der Mika Snackinen. Live Report vom Beach. Mika Snackinen hat wieder zugeschlagen. Fühl ich.